Im Jugendtreff Westend in Bregenz wird nicht nur rumgehangen und gechillt. Manuel Baumeister ist Tanzlehrer und unterrichtet bereits seit über 3 Jahren Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Breakdance. For Life durfte in einer der harten Tanzstunden reinschnuppern. BPM Dance School, gibt es seit 3 Jahren. Wir sind hauptsächlich in Bregenz, dann auch noch in Dornbirn, Feldkirch, in Hohenems bald und in Liechtenstein und in Deutschland auch noch in 2 Städten. Ich tanze selber seit 10 Jahren jetzt und jetzt seit 5 Jahren gebe ich Kurse, seit 3 Jahren die eigene Tanzschule und deswegen kommt mein eigenes Training ein bisschen zu kurz, aber man muss auch auf jeden Fall trainieren, damit man auch den Schülern noch was zeigen kann. Philipp, du bist Schüler in Manus Tanzschule. Wie lange tanzt du denn schon oder wie lange breakst du schon? Ich tanze jetzt schon 3 Jahre und bin deutscher Vizemeister und Schweizer Meister. Was gefällt dir denn so gut am Breaken? Die Moves, das Tanzen einfach so und halt, es macht Spaß. Hast du dich während diesen 3 Jahren schon oft verletzt? Nee, noch nie. Ab welcher Altersklasse und vor allem wo kann man sich für deine Tanzkurse anmelden? Wir fangen an mit Breakdance bei 6 Jahren bis unendlich, solange sie noch laufen können. Und bei Hip-Hop auch so ab 10, sage ich jetzt mal. In Bregenz im Jugendtreff Westend kann man sich anmelden. Dann sind wir in Dornbirn bei der Tanzschule Hible, da kann man sich anmelden. Oder bei Move for Style, von die Tanzschule von Fatme Zuberi, da kann man sich auch anmelden. In Bregenz nochmal in der Stadt. Einige deiner Schüler, genauer gesagt die BPM-Crew, ist ja bereits ziemlich gut unterwegs. Welche Erfolge konntet ihr schon verzeichnen? Mit meinen Jungs, also mit der BPM-Crew persönlich, haben wir schon erreicht, die tanzen jetzt seit 3 Jahren und sind mittlerweile schon österreichischer Vizemeister, europäischer Vizemeister. Dann haben sie Dance Chance in Feldkirch gewonnen und waren in Wien im Finale im 3. Platz. Dann sind sie jetzt Schweizer Meister geworden letztes Jahr und seit 27. April sind sie auch deutscher Vizemeister. Solo und Gruppe.